Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Near Death, wo wir mit der Expeditionskiste unterwegs sind, oder ich will mich so langsam auf den Weg machen. Die Frage ist nur, ich weiß gar nicht so richtig wohin, wo wir hier sind, und ja, Kletterseile sind nützlich, ich weiß. Also wir sind jetzt wieder im Administratorbereich, richtig? Richtig, wir sind hier in den Administrationsbereich. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder den Hauptweg zurück, so wie wir hergekommen sind. Ich glaube, das ist immer verdammt wichtig hier mit dem Spiel, um die Orientierung nicht zu verlieren. Das heißt, wir müssen jetzt hier rein. Wir machen hier das mal wieder zu. So. Jetzt muss ich erstmal selbst den Weg ein bisschen überprüfen. Ich mach das mal ganz kurz zu, ich muss aber ganz kurz auf die Karte gucken. Wenn wir jetzt hier im unteren Teil sind, dann müssen wir jetzt geradeaus ein bisschen rechts, dann darum. Eigentlich wirkt das nicht so schnell. Eigentlich. Hallo, ich krieg die Tür nicht auf. Ich glaube, ich bin hier aber falsch, verdammt. Da ist auch definitiv falsch. Verdammt, 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 verdammt. Hier muss ich lang. Ich habe genau in die falsche Richtung geguckt. Ich habe nicht auf den Kompass geachtet. Dabei steht doch im Spiel, achte auf den Kompass. Und das macht Extreme nicht. Auf den Kompass an. Und hier müsste jetzt gleich die Hütte sein, ne? Bitte. Was ruckelt das? Ja, mehr oder weniger, hier ist die Hütte. Oh Gott. Erstmal. Achso, nachfüllen. Das mache ich und dann wärmen wir uns mal eben auf. Nehmen Sie da mit und dann raus und den ganzen Spaß jetzt nochmal mit dem Gerät machen. Ohne Gerät geht's eigentlich, aber mit Gerät wird das schon wieder etwas schwieriger. So, schließen, Batterie nachfüllen. Und dann packen wir uns das Teil und legen los. Die große Herausforderung. So. Wir schaffen das. Wir werden es auf jeden Fall... Oh, der Wind. Mit dem Gerät wird man voll weggetrieben. Komm schon. Da ist die Hütte. Jetzt müssen wir nur zum Seil kommen, da kommen wir auf jeden Fall besser zur Garage hin. Jawohl, wir haben das Seil erreicht. Jetzt geht das auch viel schneller. Wesentlich besser. So, schließen. Brauche ich das? Muss ich das alles zusammen haben oder wie? Oder habe ich da was falsch verstanden? Ziele, sammle die Vorräte für deine Reise ein. Du hast das Manifest gefunden.
Hol die gesetzliche Kreditkarte aus dem Datenverarbeitungszentrum Data Processing. Geschafft, geschafft. Data Processing steht hier nicht mal wirklich drin. Ich muss jetzt erstmal zum Power-Dingens. Und von dort aus dann dahin. Das erstmal schließen. So. Ich bin schon wieder zur falschen Seite rausgerannt. Andauernd mache ich den Fehler hier. Ich muss ja zur rechten Seite, nicht zur linken. Gut. Jetzt erstmal zum Powerraum. Dass hier ein Ruckeln ist. Nur das ist halt wirklich wegen dem Wind so. So merkwürdig. Vorhin haben wir schon gesehen, wo es im Endeffekt hingeht. Aber erstmal da rein, kurz aufwärmen. So. Kurz ein bisschen Luft holen, eben aufwärmen und dann können wir weiter in Richtung Radarstation. Das war Data Processing steht da zwar, aber ich denke mal, das wird das sein. Das ist der einzige Ort, wo wir noch nicht waren. Automatisch gespeichert, ich speichere nochmal separat und dann let's go. Da müssen wir hin. Und da gehen wir auch hin. Radar. Okay, okay. Sägetuch, Seil, Klebeband. Das könnten wir eigentlich locker mit unserer Powerstation zusammen verbinden. Von der Entfernung her. So, geschlossen. Kerosin nehmen wir mit und das hier reparieren wir eben. Okay, okay. Wunderbar. Ach, falsch. Und dann machen wir nochmal eben ein weiteres. Blödsinn haben wir noch 4 auf Reserve, das ist okay. Vorerst Kerosin sind wir wieder voll, Probestäbchen sind wir auch voll. Das ist jetzt nicht so cool hier. Aber mal sehen, mal sehen. Die Kisten hier wurden ordentlich weggeschleudert. Nicht mal was drin. Da haben wir hoffentlich was drin. Sägetuch und Verdrahtung, sehr gut. Ja, der Container ist eigentlich nur noch... Tja. Sinnlos. Rein und verschließen den Laden da eben wieder. Klebeband, Schraubenzieher brauchen wir nicht. Da haben wir Kerosin, sind wir voll. Na gut, weiter geht die Reise. Brauchen wir nicht zumachen, ist Quatsch. Da können wir auch nur so lang, okay. Da könnten wir hoch, müssen wir da hoch? Die Seilbahn, das wird ja was. Nein! Ach, verdammt. Ich weiß nicht, ob ich da hochgehen muss. Ich gehe erstmal nicht nochmal hoch. Gehen wir hier rein. Ach, das kann ich so verschließen, ohne dass ich da ruckeln muss. Sägetuch und Verdrahtung. Okay. Aber hier ist gar kein Schalter, den man so aktivieren kann, weil das wahrscheinlich weggebrochen ist oder so.
Wir gehen mal hoch. Ich habe keine Ahnung, muss ich da jetzt so hin? Was? Ja, ich glaube, ich muss da kriechen. Ja, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, ja, gut. Machst du mal, ne? Ach, herrlich. Na, ja, jetzt sind wir erstmal gestorben. Kann man ja auch mal zeigen. Wollte ich ja unbedingt mal zeigen, wie das aussieht, wenn man tot ist, was dann passiert. Habe ich erfüllt. Bildungsauftrag ist erledigt. Jetzt machen wir es ohne zu sterben. Kannst du jederzeit Schwierigkeitsgrad des Spiels runtergehen? Ach so, okay. Weil ich gestorben bin oder was? Wird es mir jetzt gerade so angezeigt? Aber wenn die doch alle abgehauen sind, dann müsste die Seilbahn doch rein theoretisch unten sein. Wo ist sie denn oben? Keine Ahnung, wir brauchen die Gondel gerade nicht zu betätigen. Erstmal hier ins Warme bringen. Oh Gott, ey, wir haben es geschafft. Unfassbar. Batterie, Montage, Sägetuch. Herrlich, herrlich, herrlich. So, jetzt irgendwo, wow, irgendwie nach oben. Schon eher. Ich wette, wenn man das auf einen Schwierigkeitsgrad höher stellt oder noch höher, dann ist das mit dem Wind wahrscheinlich viel extremer. Und die Bedingungen sind wahrscheinlich an sich dann auch schwerer. Oh Gott. So, rein da und zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verdrahtung, sind wir voll? Glaub ich ja nicht. Da wehre ich mich gegen. So. Auch wenn uns der Lötzinn ein bisschen ausgeht. Ah, da finden wir direkt wieder Lötzinn. Und hier der nächste Verdrahtung. Läuft! Batterie aufladen ist nicht so cool, aber machen wir mal. Im Schreibtisch haben wir Batterie. Nice. Wir kriegen das, was wir verwendet haben, wieder. Okay. Ist ja ganz cool. Drei Fenster, das ist ein bisschen zu viel, glaube ich. Es sei denn, wir würden jetzt aber richtig viel Klebeband und Segeltücher finden, dann würde ich das vielleicht machen, aber jetzt lohnt sich das auch so nicht mehr. Noah, oh Gott, oh Gott. Gerade nicht so ganz. Guck mal, da sieht man nur die Lichter alle leuchten. Cool. Verdammt. Drei kriege ich doch nicht hin, nee.
Habe ich hier was übersehen? Irgendwas habe ich übersehen. Kann nicht sein. Die Vertratung nehme ich jetzt einfach mal mit. Wenn wir es können. Irgendwas haben wir vergessen. Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Da rein komme ich nicht. Ich soll die Karte suchen, aber ich sehe hier nirgendwo eine Karte. Also bisher war ja eigentlich alles so relativ logisch und nachzuvollziehen, aber jetzt gerade gehe ich ein bisschen auf den Schlauch. Ziele. Wo ist die Karte, ist die Frage. Strom ist ja an. Das hat ja auch nichts mit dem Strom zu tun. Ich bin gerade echt überfragt. Wo wir die Karte finden. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich hätte gedacht, dass wir die da drin finden, aber ich würde sagen, ich mache mir mal Gedanken darüber jetzt zwischen den Folgen und in der nächsten Folge werden wir dann die Lösung erfahren. Ich hoffe, euch hat es dennoch bis hierhin gefallen und wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder hier bei Near Death. Vielen Dank fürs Begleiten, fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.